Ich habe euch hier einen kurzen Überblick zusammengestellt über die besondere Rolle der Wandlungsphase Metall. Wir werden ausgehen von der Qi-Bewegung des Herbstes, der himmlischen Qi-Bewegung, das auf die irdische Manifestation der Metalle als Roherze übertragen wird. Und dann werden wir uns anschauen, was diese Roherze, die dann zu Gold verarbeitet werden, für die Lungenfunktion, für Bedeutung haben. Und als nächstes werden wir uns der Lunge und Dickdarm von ein bisschen anderen Blickwinkel zuwenden als von der üblichen Perspektive der Wandlungsphase Metall aus. Wir werden Lunge und Dickdarm im Zyklus der 12 Erdenzweige betrachten und wir werden diesen Zyklus der 12 Erdenzweige auf das ganze Leben projizieren. Das heißt, ein Tag repräsentiert das ganze Leben, so sind die 12 Doppelstunden oder die 12 Erdenzweige repräsentativ für 12 Lebensphasen. Und darin steht die Lunge eben für den Zeitpunkt der Geburt, wie für den Zeitpunkt des Tagesanfangs, und der Dickdarm steht für den Zeitpunkt der frühen Kindheit. Und aus dieser Perspektive heraus betrachten wir dann die Verzehrung oder die Bildung der sogenannten Ursprungswunde, wie das Freud genannt hat, oder die Chinesen sagen dazu die 7 pathogenen Emotionen. Diese 7 pathogenen Emotionen sind eigentlich nichts anderes, und das ist eine ganz wichtige Feststellung, nichts anderes als die ursprünglichen 5 himmlischen Emotionen, die aber durch Anpassung an unsere soziale Umwelt, an die Ablehnung oder Bevorzugung entstehen. Darauf werden wir die 4 Vektoren des pathologischen Ausdrucks einer Emotion für die Wandlungsphase Metall, also der Trauer, betrachten und die Wirkung, die chronische Trauer durch Transmission in die anderen Wandlungsphasen entfaltet. Diese chronische pathogene Trauer, wie jede stagnierende Emotion, wird in der Krise der Lebensmitte durch die Übertragung der Leitbahn auf die Organfunktion wirklich zu einem Höhepunkt einer Krise führen, und diese Hochzeit der Krise ist aber auch gleichzeitig eine Chance. Die Krise als Chance nutzen, und das wird eingeleitet durch den Essenzwandel. Der Essenzwandel, deswegen beginnt Suwen Kapitel 8 ja auch mit dem 7- oder 8-Jahres-Zyklus. Der Essenzwandel hüllt die körperliche Basis aus, und dann muss man eine andere Basis finden, nämlich die Basis im Bewusstsein. So, dann werden wir uns abschließend der Kultivierung dieser neuen Basis zuwenden, eben dem kleinen Kreislauf. Und die Bedeutung des kleinen Kreislaufs, die werden wir gerade sehen bei der Funktion von Lunge und Dickdarm. Und ganz zum Schluss möchte ich auf eine wichtige Sache zu sprechen kommen, das ist die Relevanz der Wandlungsphase Metall für die Schulmedizin. Und wenn die Schulmedizin eine Kritik der chinesischen Medizin ausführt, so möchte ich das hier jetzt mal umkehren und aus dem Standpunkt der klassischen Medizin, der klassisch-chinesischen Medizin, eine Wissenschaftskritik vornehmen. Das ist ein durchaus legitimer Standpunkt, und wir werden sehen, dass sich beide Standpunkte bereichern können. Kommen wir also zum Anfang zur himmlischen Qi-Bewegung des Herbstes. Diese Qi-Bewegung ist bekannt als das nach innen und unten Leiten der jahreszeitlichen Energie, und ein weiterer wichtiger Faktor bei dieser Qi-Bewegung ist, was Suwen Kapitel 2 Ping nennt. Ping bedeutet so viel wie ausgleichen oder harmonisieren. Und das werden wir immer wieder sehen. Die Wandlungsphase Metall hat diesen harmonisierenden Charakter, insbesondere eben für die aufsteigende Frühjahrsbewegung. So, diese himmlische Qi-Bewegung, die wir in der Natur draußen sehen können, wird nun auf die irdische Manifestation des Metalls übertragen. Und die Metalle, die die Chinesen gefunden haben, sind natürlich nicht die Metalle in ihrer Reinform, sondern Roherze. Das heißt, es ist ein Produkt, das aus der Erde gewonnen werden muss und das menschlicher Mitarbeit bedarf, damit es zu einem qualitativ hochwertigen Endzustand kommt. Und das ist eine sehr wichtige Betrachtungsweise bei der Wandlungsphase Metall. Es bedarf der menschlichen Mitarbeit. Es passiert nicht von selbst. Es ist, wie die westliche Alchemie sagt, ein Opus contra naturam. Denn damit aus Gold wirklich Gold entsteht, würde die Natur unendlich lange brauchen und die menschliche Mitarbeit veredelt Gold wie ein Katalysator.